Heute bauen wir noch ein weiteres Projekt aus der Mystery Box. Da waren ja solche Streifen Holz drin. Wie man die richtig auf dicke hobelt, habe ich euch am Freitag gezeigt. Schaut da gerne nochmal rein. Ich weiß bis heute nicht, was das für ein Holz ist. Schreibt es mir mal super gerne in die Kommentare. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das ist. Ob das Tropenholz ist oder ob es Buche ist. Ich weiß es nicht. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht. Ich schnappe mir jetzt meine kleine Tischkreissäge. Die steht da hinten. Und dann bauen wir da was Wunderbares draus. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen im Thumbnail. Nicht schummeln. Das Schöne an diesen kleinen Holzstreifen ist, dass sie A, jetzt alle eine gleiche Höhe haben und dass sie B, alle zumindest eine Seite eine gerade geschnittene Kante haben. Aber wenn wir sie alle drei übereinander legen, sind sie nicht gleich hoch. Ich schneide jetzt erstmal auf Breite. Die haben jetzt eine Breite von knapp 40 mm. Ich schneide die auf eine Breite und dann bauen wir weiter. Also eins muss man ja der Proxon Tischkreissäge lassen. Die Präzision ist echt unfassbar. Also wenn man da ein Maß einstellt und drei Stücke durchschiebt, die werden von vorne bis hinten präzise auf eine Höhe. Ich suche mir jetzt hier ein Stück von aus, schneide da jetzt 45 Grad dran und dann können wir unser Projekt auch schon zusammenleiten. Der Leim ist jetzt getrocknet. Ich mache mal die Zwingen ab. Lasse das Ganze meistens über Nacht trocknen. Diesmal musste es etwas schneller gehen. Da habe ich nur 2 Stunden gewartet. So, gucken wir mal, ob die Zunge rausgeht. Nicht, dass sie angeklebt ist. Legt sie hier oben raus. Ja, ja, geht gut. Ich habe mir aus meinem Schraubensortiment noch dieses kleine Schräubelinchen hier rausgesucht. Das kommt jetzt hier oben rein. Aber vorher schleife ich hier oben die ganze Sache noch ein bisschen rund, formatiere das noch ein bisschen, schneide das noch ein bisschen ab, schleife das noch ein bisschen und dann kommt Wachs drauf und dann ist unsere wunderbare kleine Schmiege eigentlich auch schon fertig. Ran an die Säge, ran an den Schleifer und ja, ein Loch bohren müssen wir ja auch noch. Thank you.
Ganz ehrlich sagen, diese kleine Mystery Box neben mir war ein totaler Spontankauf. Eigentlich habe ich für diese Videoreihe hier ganz andere Dinge geplant, aber als ich die ausgepackt habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, was kann man da alles für tolle Sachen ausbauen? Und wie ihr seht, haben wir schon wunderbare kleine Werkstatthelfer. Wir haben einen Hammer, wir haben eine Leere, um Zinken zu sägen, einen Winkel und diese ganz tolle Schmiege. Und nächstes Mal liegt hier noch ein anderes wunderbares Stück drin. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Davids Kunterbunt, weil es gibt nämlich auch noch solche Stücke hier drin und da habe ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen lassen. Also, bleibt dran, abonniert den Kanal, nächstes Mal bauen wir wieder was Tolles daraus. Wird bestimmt schön. Also, habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss!